So, meine Lieben, und seid damit wieder recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Und tschüss. Was macht denn der jetzt? Ah, da ist eine Truhe unten, sie. Was? Und tschüss. Schade, er hätte ja tot sein können. Ich hole mir mal die Truhe eben hier unten. Ui. Ein Basisring der Beschwörung. 81 Gold, ein Bernsteinpfeil. Ah, eine Bernsteinpfeilmatrix. Jawohl. Unreiner Smaragd. Okay. Richtig geil. Jetzt können wir uns, wir sind zu schwer belastet. Jetzt können wir uns verzauberte Dingenspfeile machen. Bernsteinpfeile. Das ist genial. Wir müssen nur wieder an frische Bernsteine kommen. Ups. Ah, nicht wackeln jetzt, Wo ist er? Da. Moin. So, meine Güte, der kann aber auch einstecken, der Typ hier, ne? Wieso ruckelt denn das die ganze Zeit so? Immer so zwischendurch, ne? So in Abständen. Zuckt der einmal so kurz. Meine Herren, ey. Du verträgst aber gut, wa? Warte mal. Boah, Alter. So. Wo ist er? Hä? Da. Jetzt müssen wir ihn nur noch down kriegen. Jawoll. Kommen wir erstmal. Bis. Morgenzahn hinzu. Ach, das geht nach Uhrzeit? Morgenzahn. Klinge näheren Anschlag. Oder ist es immer, wenn die leer ist? Feuerschaden. 15 Punkte. Wahnsinnsbrustharnisch-Matrix. Ja, mit Wahnsinnserz, da haben wir irgendwie schon jede Menge jetzt, was wir da machen können. Aber da wäre eigentlich eher... so leichte Rüstungen und sowas tragen, ne? Ich habe übrigens mir keinen Timer gestellt. Moment. Nein, ich will immer noch nicht Facebook. So. Wir... Ja doch, perfekter Wahnsinnsbogen, genau. Ich nehme jetzt mal die Bernsteinpfeile. Und dann... Nein. Da. Oh. Verdammt. Eben waren wir noch unentdeckt. Ah, das ist wieder so ein Jumper hier. Aua, Alter. So. Das war's auch schon. Du magst Bernstein nicht, ne? Elytra-Sekret. Perfekter Bernsteinpfeil. Wir sollten aufpassen, weil wir sind schon wieder fast tot. So müssen wir denn hin? Wir müssen da drüben hin.
überall diese komischen Viecher. Mit denen möchte ich mich jetzt aber gerade ausnahmsweise nicht unterhalten. Was ist denn das? Oh oh. Ein Knorz! Halt, ich will... Ohne! Elfenpfeile. Ein haltbarer Glasbogen. Ein allgemeiner Seelenstein. 70 Gold. Eine unreine Perle. Ein unreiner Saphir. Wahnsinnserz. Auch noch mehr? Nö. Oder? Nö. Oder? Nö. Doch, da. Hey, Kollege. Großer Seelenstein, der sogar schon größerer ist. Ah, ich mag es gar nicht, mit den Bernsteinpfeilen daneben zu treffen. Mir viel zu schade dafür. Bumpf. Ups. Hab ihn, glaube ich, kaputt gemacht. Aber die Kampfmusik endet nicht. Bernstein, jawohl. Kann man neue Pfeile machen und so. I. Ach, hier. Das wieder. Aua, Alter. Ja, ist ja gut, ey. I. Geh mal weg mit deiner Schlabberzunge. So, warte mal. Wir sind nämlich schneller wie er. Haben wir zwei Ziele? Nein. Die Step. Schon sind wir ihn los. Wäre nur eine sinnlose Verschwendung von Pfeilen. Und das hier eigentlich? Sollen das Steine sein? Ja. Da ist schon wieder so ein Knorzi. Warte mal. Ich switch mal eben zurück auf unsere 1743 Stahlpfeile. Was? Oh. Hier können wir anscheinend rüberdöckeln. Oh oh. Wer bist du denn? Ach. So einer bist du also. Ein Fleischi. Aua, aua, aua. 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 Alter, nimm doch meine Hand da weg. Yeah. Stopp. So. Essenz der Leere. Gewisse Items sollen wir ja behalten. Vor allem auch diese komischen Herzen, die wir da letztes Mal bekommen haben. Eben Holzbeinschienen. Nehmen wir gerade mal mit. Ja, ich weiß, dass wir angegriffen werden. Wer traut es sich? Uah! Noch einer von denen. Wow, 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 wow. Das tut dir selber nicht gut, mein Freund. Glaub mir. Alter, übertreib doch. Ah, nicht ruckeln. Boah, wie knapp, ey. Gerade noch den Sturz ein bisschen so lenken, dass wir uns nicht gleich das Genick dabei brechen. Lecker. So, Essenz der Leere. Frisch von Sitis bekommen. Sitis, tut mir leid. Ich spreche die meisten Namen falsch aus. Da ist wieder ein Knorzi. Ja, natürlich. Wen haben wir diesmal am Start? Ein Knorz, okay. Der kann gerne... Wobei, die bringen Bernstein. Und Bernstein ist gut. Mit Bernstein können wir viel anfangen. Aua! Aua! Ein blutender Knorz. By the way, du könntest uns auch gerade noch deine Seele überlassen, wenn du möchtest. Ah, jetzt kitzelt es mich hier.
Ihr habt eine Seele gefangen. Knurz drin noch, Mano. Wir brauchen Bernstein. Hier, dein Kollege hatte keinen Bernstein für uns, ne? Könntest du uns vielleicht welches geben, freundlicherweise? Könntest auch gerade mal deine Seele zur Verfügung stellen. Ne? Wäre sehr zuvorkommend. So. Und noch einen letzten. Komm, Stirf. Der ist für dich. Dreh dich um. So. Können wir unseren Bogen gleich nochmal aufladen? So, wohin müssen wir? Wir müssen immer noch da drüben hin. Wir haben immer noch keinen Bernstein von den Typen bekommen. Wir brauchen Bernstein. Wir müssen dann wieder so in so eine Höhle reingehen. Wow, hier gibt es direkt mal tiefere Gewässer. Ja, das fehlt mir schon fast so ein bisschen in Shivering Isles. Das Wasser. So. Wir werden... Ih, Alter. Ih, geh weg. Ih. Dreckiger Frosch. Wieso ruckelt das denn heute so? Naja, der ist eh nicht so schnell wie wir. Guten Abend. Ich heile mich nochmal kurz hoch. Mal können wir auch unterwegs machen. Sheogorath, treu ergebene dunkle Verführer, patrouillieren auf den Straßen von Tigeln. Da wurden eigentlich noch Kommentare geschrieben. Fällt mir gerade ein. Da sollte ich dann nochmal... Der liegt da immer noch rum. Also keiner interessiert sich für ihn. So, jetzt sind wir hier. Hopp. Na du. Wieso ist hier Blut? Ein Schädel. Anscheinend wurde hier irgendjemand umgenietet und niemanden hat es interessiert. Ach ja, genau. Seid gesegnet, Bürger. Mist. No! Mann! Jetzt bin ich in der Luft, habe ich aufgehört, mich zu bewegen, weil ich gerade zuhören wollte, wer da gesprochen hat. Die hier. So, ich wollte ja noch was abchecken. Das habt ihr, glaube ich, auch in den Kommentaren geschrieben. So, pass mal auf. Möchte eigentlich gerne auf dem Stuhl sitzen, aber ich darf nicht. So. Wir haben es jetzt so ziemlich mittags rum. Wir warten mal bis zur Nacht. Irgendwie ist hier immer noch nichts. Ich weiß auch gar nicht irgendwie um welche Uhrzeit. Mir wurde gesagt, wir sollen mal nachts hier sein. Ich würde sagen, wir knüppeln uns. Also, wir ziehen uns erstmal hier einen Drink rein. Da war zwei davon gleich. Und hier soll eine Treppe sein. Ach doch, tatsächlich, hier ist eine Treppe. Metalltür zu Gästezimmer in Kränkel Claras Krug. Ja, das klingt einladend. Da liegt noch ein Stück Kiste. Warten wir halt nochmal ein bisschen. Nö. Nö. Passiert nichts. Vielleicht muss es um eine spezielle Uhrzeit sein. Was bist du denn? Hallo. So viel zu sammeln, so wenig Zeit. Vielleicht könnt ihr helfen. Gegen den heraufziehenden Sturm. Was für ein Sturm? Es wird passieren. Ich glaube aber, dass es außer mir keiner sehen kann. Und ich werde bereit sein. Oh ja, ich werde bereit sein. Fertig? Das stimmt. Ich habe Vorräte gebunkert. Lauter Sachen, die ich brauche, um es zu überstehen. Oder um zu überleben, wenn sie kommen. Wenn wer kommt? Vorräter. Ich sammle schon seit einiger Zeit Sachen, aber ein paar fehlen noch. Vielleicht könnt ihr sie für mich finden? Ja, ich brauche immer noch das Amulett der Auflösung, den Ring des Verdorrens und natürlich die beruhigende Hose. Ich brauche unbedingt die beruhigende Hose. Bringt sie zu mir und ihr erhaltet eine gute Belohnung.
Adjuster hat viele, viele Sachen. Die beruhigende Hose. Okay. Das werden wir dann tun. Wir holen dir deine beruhigende Hose. Vielleicht beruhigt es dich da dann ein wenig. Jetzt sollen wir aber, glaube ich, erstmal zu Shio Gorath. Sieht schon geil aus, ne? Auf jeden Fall geiler wie zum Beispiel der Himmel bei Ark oder so. Der sieht zwar episch aus, aber niemals so geil. Jetzt gehen wir mal links lang. Erstmal so, beim ersten Mal sind wir rechts lang. Jetzt gehen wir links lang. Chefe! Chefe! Nun denn, was könnt ihr Neues berichten? Ich wurde von Rittern angegriffen. So bald schon? Vermutlich nicht so überraschend. Darüber sprechen wir später. Wir müssen euer kleines Hirn jetzt nicht damit belasten. Und Sedilian? Da ihr hier steht, nehme ich an, dass ihr Erfolg hattet. Oder extrem verwirrt seid. Oder dass es euch an Urteilsvermögen fehlt. Xedelian funktioniert wieder. Wunderbar. Zeit zum Feiern. Los! Käse für alle. Was? Moment! Kommando zurück. Kein Käse. Wenn man keinen Käse mag, ist das schon so gut wie eine Feier. Oder? Ihr seid wie eine brave kleine Ratte durch das Labyrinth gerannt. Doch noch bekommt ihr keinen Käse. Oh Mann, oh. Höchstens ein kleines Stückchen. Können wir Käse haben? Ich habe euch einen neuen Zauber verliehen. Die Fähigkeit, Haskell, meinen Haushofmeister, zu beschwören, damit er euch auf euren Reisen hilft. Er weiß eine Menge. Mehr, als er selbst weiß. Okay. Probiert es doch gleich einmal aus. Beschwört unseren Freund zu euch. Ich warte so lange. Ich warte. Haskell beschwören. Na, das steht doch hier. Ist mir wie immer ein Vergnügen. Ja, dann gehe ich mal, ne? Hier so ungefähr, das denke ich, das könnte klappen. Oder? Ne? Wo haben wir ihn denn? Da. Ja, da ist er. Ah, unser Fürst hat euch die Macht verliehen, mich zu beschwören. Oh, wie wundervoll für mich. Wenn ihr mich beschworen habt, kann ich euch Rat zu eurem derzeitigen Vorhaben geben. Was ihr dann mit meiner Weisheit macht, liegt vermutlich bei euch. Versucht, eure Macht sparsam einzusetzen. Ich habe Pflichten zu erfüllen und die sind sicherlich wichtiger, als euch das Händchen zu halten. Okay. Tatsächlich, jetzt steht er auch nicht mehr hier. Obwohl es wahrlich wunderbar ist, beschworen zu werden und mir in keinster Weise auf die Nerven geht, glaube ich, dass Fürst Shio Gorath wünscht, dass ihr erneut mit ihm redet. Obwohl es wahrlich... Ach, Manu. Chevy! Ja, schau mal, wer da ist. Ihr. Was soll ich denn davon halten? Ist das nicht zum Schreien? Ich persönlich liebe es. Es ist eigentlich das Beste daran, ein Daedra-Fürst zu sein. Kommt schon, versucht es noch einmal. Ihr mag das. wie so ein Hund, ey. Komm her. Ach, schon wieder beschworen. Mein Fürst hat so große Freude daran, genau wie es ihm zusteht. Ich nehme an, dass ihr fürs Erste fertig seid. Nein. Wupp, da war er weg. Gut, gut.
Ihr werdet alle Hilfe brauchen, die ihr finden könnt, wenn ihr Jygalak besiegen und den Grauen Marsch aufhalten wollt. Wer? Oh, rechnet nicht damit, den lieben Haskell irgendwo außerhalb des Reichs beschwören zu können. Er verlässt nur ungern meine Gegenwart. So etwas gibt es. Jygalak, wer ist das? Der Daedra-Fürst der Ordnung. Oder der Kekse? Nein, Ordnung. Und das ist jetzt nicht irgendwie nett gemeint. Kekse. Trostlos, farblos, leblos. Öde, öde, öde. Und kein Freund meiner Werke. Das kann ich euch sagen. Hasst sie, hasst mich. Ein wenig engstirnig. Versteht ihr? Ihr habt seine Ritter gesehen. Nicht gerade lieb und kuschelig. Kein einziger eigener Gedanke in ihren leblosen Hüllen. Und jetzt werdet ihr mir helfen, ihn aufzuhalten. Na, oh, easy going. Ich? Wie? Schon wieder diese pedantischen Kleinigkeiten. Schweigt! Sonst bringe ich euch zum Schweigen. Wir kommen schon noch rechtzeitig dazu. Im Augenblick habt ihr andere Aufgaben. Niederwehren? Was ist der Graue Marsch? Ein Ereignis. Eine Bewegung, eine Art Apokalypse, geschieht in jeder Ära, am Ende der Ära. Und das heißt jetzt. Der Graue Marsch kommt und Jygalak wandelt unter uns. Oder er rennt. Niemals hüpft, schleicht oder stolziert er. Meistens zerstört er einfach alles um sich herum. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Bitten? Bitten? Ich bitte nicht. Ich befehle. Dies ist mein Reich. Wisst ihr noch? Meine Schöpfung. Mein Ort. Meine Regeln. Schaut euch nur einmal an. Keine Vorstellung, wo ihr da reingerutscht seid. Keinerlei Gefühl für den Ort. Ihr wisst noch nicht einmal wirklich, wo ihr seid. Nicht wahr? Vermutlich tun das nur wenige. Aber darum geht es nicht. Wir werden euch eine Kostprobe davon geben, wo ihr euch befindet. Ihr werdet es erfahren. Was denn lernen? Zwei Hälften, zwei Herrscher, zwei Orte. Treffen und Begrüßung. Tut ihren Willen, damit ihr erfahrt, worum es bei ihnen geht. Der Herzog von Mania und die Herzogin von Dementia. Sucht sie auf. Und lasst euch zeigen, was Neu-Sheod ist. Lasst euch überraschen. Sobald ihr versteht, was mein Reich ist, versteht ihr vielleicht auch, warum es so wichtig ist, es unversehrt zu bewahren. Und vielleicht findet ihr unterwegs neue Freunde. Das ist immer nett. Okay. Ciao. Kommt bald wieder. Sonst reiße ich euch die Augen raus. Ja, benötigt ihr Hilfe? Ah, da können wir jetzt alles Mögliche fragen. Das Leben ist herrlich. Wirklich. Da war er wieder weg. Ah ja, wir können also Dinge fragen. Totenwächter-Kopfnachbau. Passiert nur nichts, wenn ich drauf rumklicke. Schade. Ach nee, Torwächter-Toten, genau. Torwächter-Kopfnachbau. Möchte ich auch gerne haben. Würde ich mir gerne so aufs Fensterbrett stellen, weißt du? Was? Hä? Chirogoras-Palast? Hä? Wir sollen. Ach so. Wir sind sonst immer hier rausgegangen. Ich dachte gerade, der Sheogorath will uns verarschen. Okay. Seid gesegnet. Gleichfalls. Okay, wir sollen trotzdem hier reingehen irgendwie. Und da bin ich mal gespannt, was wir da machen sollen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt. Ja, doch. Müssen wir? Ja, doch. Wir müssen hier rein und dann. Und dann hier lang. Ne? Seid gesegnet, Bürger. Toll. Okay, anscheinend pennt die. Ich setz mich mal dahin. So, und dann warten wir mal 8 Stunden.
Na? Seid gegrüßt. Ich sehe euch. Was ist? Was? Ich sehe euch, ja, das ist schön. Das beweist, dass du nicht blind bist. Kann ich euch helfen? Ja. Warum wendet ihr euch an die Herzogin von Dementia? Sucht ihr den Tod? Unter anderem gelegentlich tue ich das ja. Mir wurde gesagt, ich solle zu euch kommen. Euch hat der Warngott geschickt, nicht wahr? Ja. Dann seid ihr fürs Erste sicher. Sprecht mit niemandem, außer ich weise euch an. Man kann keinem von ihnen trauen. Habt ihr gehört? Keinem. Ja. Umgeben von Verrätern und Spionen, das bin ich. Immer und immer. Sie beobachten und warten, begierig mir das Messer ins Mark zu stoßen, wenn ich abgelenkt bin. Warum lassen wir sie nicht einfach alle umbringen? Wer spioniert euch aus? Es könnten alle sein. Jeder Einzelne. Wir dürfen niemandem trauen. Aber sie werden mich niemals stürzen. Niemals. Eher werden sie alle in ihren Gräbern vermodern, als dass ich mir eine Blöße gebe. Ja. Ihr werdet mir helfen. Ja. Ja, ihr werdet euch als höchst hilfreich erweisen. Sind dir mal ihre Augen aufgefallen? Das sieht so ein bisschen aus wie zerlaufenes Spiegelei. Wie kann ich euch helfen? Ihr werdet herausfinden, wer etwas weiß. Ihr werdet aufdecken, wer Geheimnisse hat, wer ein Komplott gegen mich schmiedet. Ihr werdet mein Großinquisitor sein. Stellt die Verschwörer bloß und sie werden bestraft, das kann ich euch versichern. Findet heraus, wer Geheimnisse hat und worum es dabei geht. Sprecht mit Herdir. Er wird euch helfen. Versteht ihr, was von euch verlangt wird? Wenn niemand gefunden wird, werdet ihr zur Verantwortung gezogen. Ich habe den Auftrag erhalten, die Leute zu finden, die einen Komplott gegen Fürstin Syl schmieden. Ich muss Herdir suchen und mit ihm reden. Er ist immer in der Folterkammer des Hauses von Dementia zu finden. Okay, hier? Nee. In der Folterkammer. Da gehe ich gern hin. Folterkammer? Ach, wie schön. Fang doch bitte an. Nicht? Okay, schade. Also wenn neben mir solche Statuen stehen würden, ich weiß nicht, dann würde ich mich, dann würde ich die Folter richtig genießen. Boah, da hinten ist einer. Boah, da ist auch einer. Pennen alle auf dem Boden rum. Da ist niemand. Das ist unsere Zelle hier. Ne? So. Da ist auch jemand drin. Da ist niemand drin. Unmöglich, auch schade. Na, Chefe? Was bringt euch in diesen entzückenden Winkel des Hauses von Dementia? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ihr sollt mit mir kommen. Ich bin der Großinquisitor. Nicht zur Zeitung. Das ist ziemlich gewagt von euch, meint ihr nicht auch? Wir sind uns eben erst begegnet und schon kommandiert ihr mich herum. Ja. Ich muss sagen, mir gefällt diese dominierende Haltung. Ich nehme an, ihr seid der Großinquisitor? Fürstin Syl sagte, sie würde einen ernennen. Sollen wir an die Arbeit gehen? Ja. Es gibt viel zu tun, so viele Leute zu besuchen. Na, dann mal los, ne? Ah, ich weiß einen entschlossenen Anführer zu schätzen. Ich freue mich darauf, bei diesem Auftrag mit euch zu arbeiten. Geht voran, Großinquisitor. Na, dann mal los. Jetzt müssen wir irgendwie nur noch Leute finden, oder wie? Chevy! Was wollt ihr denn? Ich bin Kitlan, Truxes der Fürstin Syl. Was? Wenn ihr keinen triftigen Grund habt, hier zu sein, seid ihr unwillkommen. Sag mal, Digga, Verschwörungen und so. Hier gibt's keine Verschwörungen. Geht und belästigt jemand anderen. Das ist mir egal! Ich weiß nicht, ob wir ihn... Vielen Dank. Wiedersehen. Was wollt ihr? Verschwörung. Ich weiß nichts von einer Verschwörung. Lügnerin! Bitte nicht! Ah! Ah! Du warst schon? Bitte nicht weiter.
Verschwörung! Ich weiß nichts von einer Verschwörung. Okay, sie weiß nicht. Fehlend. Geht mit unserem Herrn. Was wollt? Verschwörung. Findet diejenigen, die Ränke gegen mich schmieden. Bringt sie vor mich, sodass ich an ihnen ein Exempel statuieren kann. Ja. Ja. Bis später. Hey, du. Was habt ihr im Haus von Dementia zu suchen? Verschwörung. Hier gibt's keine Verschwörungen. Geht und belästigt jemand anderen. Das ist mir egal! Nein, bitte nicht! Ich schwöre, ich weiß nichts von einer Verschwörung. Ich schwöre, ich weiß nichts von einer Verschwörung. Ich schwöre, ich sag nie wieder. Lügner! Bitte nicht! Ah! Na? Und jetzt? Schon gut. Bitte hört auf. Ich weiß nichts Genaues, aber in letzter Zeit sieht Ania ängstlich aus. Mhm. Ängstlicher als gewöhnlich. Ich glaube, mit ihr ist irgendwas los. Und nun, lasst mich bitte in Frieden. So, so. Bis später. Wir haben Informationen bekommen. So. Wie kann ich zu Diensten sein? Gerade gar nicht. Wir suchen nur jemanden. Oh. Oh, ich wollte eigentlich gar nicht. Ja, benötigt ihr Hilfe? Ja, Verschwörung! Denkt daran, dass Ania feige ist und eventuell überredet werden muss, euch zu sagen, was sie weiß. Also bedeutet das, dass sie es wahrscheinlich nicht ist. Das Leben ist herrlich. Ja. Wirklich. Sprecht, Bürger. Hey, du! Hallo, ich bin Ania Herrick. Ich diene Fürstin Syl und sie gewährt mir Schutz innerhalb des Hauses von Dementia. Ich bin ihr sehr dankbar. Ja, Verschwörung. Was? Nein, ich weiß nichts von irgendwas. Tut mir leid, aber ich kann euch nicht helfen. Lügnerin! Bitte nicht! Ah! Bitte, ich habe nichts damit zu tun. Ich habe nichts getan. Sie wollten, dass ich sie in Syls Nähe bringe, aber ich habe da nicht mitgemacht. Wovon redet ihr? Wer ist auf euch zugekommen? Ich weiß nicht. Jedenfalls nicht genau. Masada kam zu mir und sagte, dass Syl beseitigt werden muss und dass ich ihnen helfen sollte, wenn mir mein Leben lieb ist. Ich hätte viel zu viel Angst, Syl zu verraten. Aber ich konnte sie auch nicht anzeigen, denn dann wären sie hinter mir her gewesen. Bitte, wir müssen etwas tun. Wir sind schon dabei. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Es war Masada. Mehr weiß ich nicht. Das schwöre ich. Okay. Wiedersehen. Dann suchen wir mal den Herrn auf. Was? Was ist denn da los? Oh! Oh! Da! Chevy, was soll ich tun? Ja, Er hat keine Ahnung. Es war sehr erhellend, wie immer. Erhellend? Ja? Draußen schlafen. Geht und sprecht mit Ungur. Er redet sowieso ständig davon vorzugehen. Euer Freund kann dort schlafen, wo Ungur jetzt schläft. Bringt ihn dazu, früher zu gehen. Und euer Freund kann früher schlafen. Aber passt auf, Hunde mögen seinen Geruch nicht. Das? Wieso Hunde? Ich muss niesen. Schon wieder. Ah! Vielen Dank. Es macht keinen Spaß mit euch. Was hat der mit seinen Hunden, ey? Ja, wir haben anscheinend Informationen von wegen Schlafplatz bekommen. Hier muss es irgendwo sein. Scheinbar hier. Ja, genau. Meine Lieben, in diese Hütte gehen wir beim nächsten Mal. Ich speichere jetzt nochmal. Plopp.
Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Elder Scrolls for Oblivion. Bis dahin sage ich erstmal See ya und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.